meine Lieben. Danke, dass ihr eingeschaltet habt. Ich freue mich, dass ihr dabei seid. Die Kaninchen haben heute den kompletten Wintergarten für sich, da ich heute wieder die komplette Grundreinigung machen muss, denn es ist ziemlich unordentlich. Den Babys geht es soweit sehr gut. Die gucken wir uns später nochmal genauer an. Und Millie, ihre Babys schlafen auch ganz süß eingekuschelt. Da gucken wir später auch nochmal ins Nestchen rein. Und gleich machen wir hier komplett einmal alles sauber, denn der ganze Wintergarten ist heute sehr, sehr schmutzig. Ich habe den jetzt ein bisschen frische Wiese hier hingelegt und momentan sieht es sehr schmutzig aus, was völlig normal ist. Dann putzen wir einmal und solange wir putzen, können die Mamis bei den Babys sein und ihr könnt auch mal sehen, wie die Mamis sich dann um die Babys kümmern. Das ist nämlich total süß und bis jetzt habe ich das für euch noch gar nicht gefilmt, wie es aussieht, wenn die Kaninchenmamis bei den Kindern sind. Dann haben die Kinder die Möglichkeit zu stillen und die Mamis bringen den Kindern ja auch das Sozialverhalten bei, indem sie die Kinder einfach ja, lieb haben und auch wahrscheinlich erklären, wie es ist, wenn man mit anderen Kaninchen zusammenlebt. Und hier könnt ihr auch sehen, wie das Baby der Mama abgeguckt hat, aus der Flasche zu trinken. Da oben nicht so viel Platz ist, ist oben eine Flasche, unten war noch ein bisschen mehr Platz, deswegen ist unten ein Wassernapf. Funktioniert wirklich alles sehr gut, was mich sehr glücklich macht. Hier könnt ihr genauer hingucken, wie das aussieht, wenn das Baby aus der Flasche trinkt. Das soll auch gelernt sein, wenn die später dann mal eine Flasche bekommen von den Besitzern, sollte das kein Problem sein. Und schaut mal, wie süß die Milky mit ihrem Baby kuschelt. Also Milky ist wirklich eine so, so gute Mama und kümmert sich wirklich mit aller Herz und Seele um die Kinder. Also sie ist wirklich dafür geboren, um Kinder zu haben. Sie ist wirklich eine super gute Mama und das sieht einfach zuckersüß aus und ich bin so glücklich, dass ich diese Aufnahmen für euch aufgefangen habe und ich bin mir sicher, dass auch ihr diese Aufnahmen besonders schön fandet. Hier könnt ihr schön sehen, wie die Milky ihr Baby sauber leckt. Das ist auch eine Art zu zeigen, dass ich mich um dich kümmere und dass ich dich mag. Und das ist auch Milky ihr Job und sie macht das wirklich einwandfrei, was mich super glücklich macht. Sie ist wirklich eine super gute Mama. Und genauso gut ist unsere Millie auch. Obwohl sie das erste Mal Mama geworden ist, macht sie ihre Arbeit auch sehr, sehr gut. Hier haben wir jetzt einfach komplett alles mit Wasser sauber gemacht. Lassen das jetzt noch trocknen und dann dürfen die Kaninchen auch wieder raus. Ja, hallo meine Lieben. Das Video geht über 2 Tage und wir haben jetzt schon den nächsten Tag, den 24. Die Kaninchen haben jetzt gerade ein bisschen Grünfutter von mir bekommen. Salat, Kale und 1-2 Teelöffel Haferflocken und so sieht es momentan im Gehege aus. Die Toilette muss ich denen noch einrichten, das machen wir auch gleich zusammen. Und ja, die Kaninchen fressen jetzt erstmal schön und dann schauen wir auch direkt mal rüber, was die Kleinen machen. Das sind richtige Nesthocker, schon fast 1 Monat alt und die sind immer im Nestchen drin. Nur ab und zu sieht man sie hier ein bisschen spielen, ansonsten sind die wirklich immer im Nest und schlafen. Ja, aber nicht mehr lange und dann sind die hier und hoppeln überall herum. Das Wetter ist wie immer sauschlecht, Entschuldigung für diesen Ausdruck, aber es ist wirklich richtig hässlich draußen. So sieht es momentan im Gehege aus und jetzt bereiten wir einfach die Toilette vor. Woodpellets habe ich reingelegt und werde das jetzt noch mit Heu und frischem Selective Heu bestreuen und dann können die Kaninchen das auch schon benutzen. So sieht es jetzt im Gehege aus. Das ist das Futter von denen. Und jetzt schauen wir einfach mal an, was die Kleinen machen. Hier sind wir jetzt bei Milky, ihren Babys. Und ja, die sind immer scheu und wollen überhaupt nicht angefasst werden und sind immer im Nestchen drin. Und schlafen die meiste Zeit auch so miteinander eingekuschelt. Milky, ihre Babys sind ja auch noch ein paar Tage jünger als Millie, ihre. Ihre Babys sieht man dann schon etwas häufiger und hier sieht man, das Abendessen von gestern haben die alle runtergeschmissen und ist deswegen in der ganzen Toilette verteilt. Die bekommen natürlich gleich von mir Frischfutter, aber so sieht es momentan im Gehege aus und hier kann man schon sehen, wie das kleine Baby anfängt mit einem Spielzeug zu spielen. Total niedlich, schaut einfach mal selbst. Millie, ihre Babys sind ja auch schon ein bisschen über 1 Monat alt, also 3-4 Tage älter. Und ja, die sind auch schon ein bisschen aktiver und spielen auch schon mit dem, zum Beispiel jetzt auch mit der Holzrassel. Das sieht richtig süß aus.
und ja, die sind auch generell viel aktiver und ein paar Tage machen wirklich sehr, sehr viel aus, denn ich habe hier den ganzen Vergleich vor meinen Augen, wie Milky und Millie ihre Babys sich einfach benehmen. Und die Milky, ihre Babys sind wirklich fast immer am Schlafen und Millie, ihre Babys sind da schon ein bisschen agiler und aktiver. Und schaut mal, wie süß die kleinen Schnuten aussehen. Das ist einfach nur herrlich zu beobachten. Und so liegen die meistens auch immer vor der Nestbox. Und das ist immer so süß. Schaut mal, wie flauschig und kuschelig das Baby aussieht. Bin ich ein richtiger Fan geworden. Und das silberne Blaue ist ja wirklich ein Traum. Das ist wirklich super schön. Gefällt mir so, so gut. Die Babys sind einfach generell alle zuckersüß. Und diese flauschigen Bälle, sage ich mal, sind einfach zum Schmusen. Und was ich generell finde, ist, dass Millie ihre Babys den Max von den Gesichtszügen total ähnlich sehen. Das runde Gesicht, die runden Augen und die kleinen Ohren, also die haben das richtig von den Max bekommen, weil Milky ihre Babys dann noch ein bisschen Gesichtszüge von der Milky haben. Und Milky hat ja ein etwas schmaleres Gesicht und Millie ihre Babys sind viel runder im Gesicht, was wirklich super süß aussieht. Und das ist auch eigentlich die richtige Rasse, Netherland Draft. Und ich finde das einfach umwerfend. Ich mag ja generell die kleinen Ohren und das runde Gesicht mit den kugelrunden Augen. Das ist einfach nur zuckersüß. Gleich werde ich auch noch die Millie wieder zu den Babys setzen. Das mache ich einfach generell 2 bis 3 Mal täglich am Tag, damit die Kinder genug Zeit mit der Mama verbringen können. Und wenn die Mama die Kinder stillen möchte, kann sie das in der Zeit dann auch machen. Und deswegen setzen wir gleich das ist die Hand von meiner Tochter übrigens, gleich setzen wir die Millie wieder zu den Babys und unten die Milky zu ihren Babys. Und dann gebe ich denen einfach Frischfutter, damit die alle zusammen essen können. Das mache ich immer so, damit die Mama halt den Babys auch beibringt, wie man das alles isst. Und das machen wir jetzt einfach. Und ich nehme euch natürlich mit, damit ihr auch alles mitverfolgen könnt. Und sobald ich die Mama immer zu den Babys reinlege, ist das Erste, was die Babys machen, sie versuchen direkt zu stillen, was manchmal klappt oder auch nicht, so wie jetzt. Das ist aber richtig, richtig süß. Ich gebe denen jetzt auf jeden Fall was zu fressen und dann kann die Rasselbande jetzt ein bisschen Gemüse mit der Mama fressen. Das sieht richtig süß aus. Unten Milky ihre Babys und Milky, die fressen auch alle zusammen. Aber da oben der Winkel einfach viel heller ist, weil es direkt am Fenster ist, habe ich euch heute nur Millie ihre Babys gefilmt zum Teil. Und ja, ich hoffe, das hat euch trotzdem sehr gefallen, das Video. Und wie die Babys hier alle fressen, ist ja auch super schön zu beobachten. Das mache ich auch generell so, wenn ich zum Beispiel mal kein Video für euch aufnehme, schaue ich mir trotzdem gerne die Babys an, um zu gucken, wie es denen geht, was die machen und wie die halt miteinander spielen und Sachen lernen. Die lernen immer was Neues und ich bin dann immer erstaunt, was die alle schon machen können. Richtig putzig. Viele haben mich auch gefragt, ob alle Babys schon ein neues Zuhause haben. Und dazu kann ich nur sagen, ja, bis auf 2 Babys haben alle Babys schon ein neues Zuhause. Aber ich bin mir ganz sicher, dass die letzten 2 auch ein super schönes Zuhause finden werden. Bei der Süßheit, die sie mit sich rumtragen, dauert das bestimmt nicht lange und wir finden auch ein schönes Zuhause für die. Und an dieser Stelle, meine Lieben, werde ich auch das Video beenden. Das ist doch ein schöner Abschluss. Ich hoffe, euch hat das Video heute gefallen. Wenn ja, gebt dem Video doch gerne einen Daumen hoch und lasst mich wissen, was ihr an diesem Video besonders gut fandet. Ich verabschiede mich jetzt. Bevor ich dieses aber tue, möchte ich noch gerne heute jemanden grüßen. Dankeschön, lieber Dennis, für deinen Kommentar. Ich hoffe, du schaltest beim nächsten Mal auch wieder ein. Von mir jetzt erstmal Tschüss, bis zum nächsten Mal.